herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Journey to the Savage Planet. Letztes Mal, ja, mir war zumindest so, letztes Mal habe ich ja gesagt, das könnte wahrscheinlich die letzte Folge sein. Jetzt gerade, ist eine neue Aufnahmesession, jetzt gerade irgendwie beim Reingucken, beim Laden, habe ich gesehen, wir sind gerade mal bei 75%. Ich habe auch gesehen, wir haben auch noch ein bisschen, wir haben ja hier noch ein bisschen offen und hier haben wir ja auch noch reichlich offen. Ich bin mir unsicher, ob denn der Turm und die Aktivierung des Lasers dann auch wirklich das Letzte hier ist im Spiel, was wir denn zu erledigen haben, weil irgendwie fehlt uns noch so viel. Hier, diese 77%, nicht 75, 77%. Ich bin verwirrt. Ich bin mal wieder verwirrt. Egal. So, wir machen mal. Wir springen mal hier einfach rein. Das feuchte Vestibül. Aha. Okay. Hallo? Was zum Henker? Warte mal, können wir scannen? Wir können's. Das sieht aus wie Knochen und Blut, was vom... Man sollte einfach nicht so oft hochgucken. Weißt du, Computerspieler gucken ja so selten nach oben. Da werden immer schöne Sachen versteckt. So, groteske Öffnung. Ah, oh, groteske Öffnung. Ähnlich wie beim Betreten eines Kindred Mart wurden wir augenblicklich von einem eitelnden Arschloch begrüßt. Es ist so gut. Warum? Alter Schwede. Ach, es ist schön, wenn sich Spiele nicht so selbst ernst nehmen, ist immer ein Traum. So, können wir hier auch nochmal scannen? Nö, eigentlich nicht, wahr? So, ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Da hinten gibt es einen schönen Altar. Okay. Was ist mit der Musik? Hello, I'm reading. Thousands of individual life signs below you. Okay. I have a bad feeling about this place. Okay. But not a really bad feeling, because if you die, I'll just reprint you. Ja, genau. Das ist ja, wir haben ja noch ein bisschen Hack, weißt du? Bisschen Hack mit Zwiebel und ordentlich Pfeffer drauf haben wir ja noch in der Javelin. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Aus so ein bisschen Biomasse kam man ja auch wieder ein 1A-Menschen quasi. Mit allen Erinnerungen, Gefühlen und Ansichten, weißt du, und Charaktereigenschaften kann man da einfach herstellen. Ist alles überhaupt kein Problem. Bisschen backen, 220 Grad irgendwie für eine Viertelstunde. Passt schon. So, wir drücken mal. Mach mir Sorgen. Mach es gut, bis das Herz der Turmspitze. Was? Okay. Okay. Okay, der Planet war einst wunderschön. Sie haben gesammelt. Es ist doch eine Arche. Alle möglichen Proben, aber einige Behälter sind schon hier. Entweder komplett beschädigt oder nur so ein bisschen. Wir haben reichlich. Warum gibt es hier irgendwelche merkwürdigen? Warum gibt es hier irgendwelche merkwürdigen Erschütterungen? Was ist hier los? Liegt daran, dass der Planet auseinandergeplatzt ist? Aber der Turm steht doch hier schon seit Ewigkeiten und wir haben sonst keine Erschütterung gespürt. Warum sollte es jetzt mit dem Turm irgendwie so sein? So, hier sollte ein Geheimnis irgendwie auf uns warten. Da oben ist so ein schöner Absatz. Da oben ist so ein schöner Absatz. Ich muss da mal ganz kurz. So, warte. Hui, das bringt gar nichts. Hilfe. Au. Das ist doch wohl. So, wir schauen uns mal kurz um. Wir schauen uns mal ein ganz kleines bisschen um. Ein paar Alphas springen hier rum. Man kann nicht reingucken hier in die Behälter. Wahrscheinlich ist da nur... Sind da keine... Da sind nur DNS-Proben da drinne.
Oder anderweitig, aber keine Lebensformen mehr. Wo kommen diese kleinen Arschkrampen her? Guten Tag. Wir gucken uns mal ein kleines bisschen um. Da könnte man wahrscheinlich nie hoch, obwohl ich da stehen könnte. Interessant. Ich frage mich, wo uns das hier noch hinbringt. Wir könnten noch mal wieder weiter. Wir könnten noch weiter runter. Was ist das mit diesem Geheimnis? Man sieht von hier aber auch echt überhaupt nichts, wa? Es könnte auch einfach unter uns sein. Wahrscheinlich ist es auch einfach nur unter uns. Hä? Ich wollte gerne hier runterspringen. Was ist das? Ah, von Blasius. Aber, hä? Nee. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so glänzen. Also hier, dieses merkwürdige Wabenmuster haben. Oh, okay, gut. Ich dachte, man könnte noch mal... Das sieht aus wie ein lidloses Auge. Es dreht sich auch so oll. Wir können es bestimmt nicht scannen, aber wir können das scannen. Samenkonservierungspot. Na gut, ja, aber habe ich ja nicht so falsch gelegen mit, da ist ja DNS drin. Ich dachte, die wäre... oh Gott, ich dachte, die wäre quasi gereinigt und da würden nur die Doppelhelix-Stränge drin liegen und nicht das Ganze drumherum. So, hier, Parasitenreben. Ah, es sind keine Erdbeben durch die Zersprengung des Planeten. Es ist ein Parasit, der sich hier breit gemacht hat. Es ist das Schreien gewesen, was wir vernommen haben. Wie groß kann ein Parasit werden? Ich glaube, die Antwort ist ja. Parasitäre Zweige, die von einem Wirt am Leben erhalten werden. Wenn wir den Wirt töten, brechen wir die Zweige. Okay, hier haben wir... Was ist das? Es ist wirklich ein Auge. Ugh, ist das eklig. Pustel, mach sie fertig. Es speichert auch gerade. Ich komme gleich und dann kneifen wir mal nochmal schön ein Auge zu, ja? Wir gucken uns mal eben nochmal um, weil hier und... Was ist alles so eklig? Heilige. Hier, kleinen Schnuffbärz, könnt ihr hier mal grillen? Ich dachte wirklich, die werden verderbt oder sowas in der Richtung. Aber, Pustekuchen. Ich glaube, da habe ich mich geirrt. So, kann man hier noch irgendwie scannen? Nö. Ja, nicht. Kann ich hier nochmal so scannen? Wir haben keine Legierung, nichts, was auf ein Geheimnis hindeutet. Schade. Das wäre natürlich auch noch ein Träumchen. Nun gut. Dann, wir machen mal. Oh, das ist keine gute Idee gewesen. Das war wirklich keine gute Idee. So, einmal hier, einmal kurz nachladen. Kommen noch mehr ungebetene Gäste hier zur Party? Oh Gott. Das scheint mir aber... Es sieht auch schon so korrumpiert aus. Keine Ahnung. So, wir müssen wahrscheinlich weiter runter. Ich glaube, das hat Schnuffelbert, ja, der hier irgendwo auf uns wartet. Guten Tag. Oh, glühender Strauch, kennen wir schon. Sah so merkwürdig aus. Wird uns jetzt spätestens erwarten. Hallo, Freunde. Ich kann euch wirklich nicht scannen. Komm, mach mal. Mach mal ganz kurz fertig. 10 Aluminium. Ach, naja, nee, komm, lass mal sein. Sie sind super nett und freundlich. Die schocken hier so ein bisschen durch die Gegend. Es muss alles nicht sein. Hallo, guten Tag. Besuch? Kriegen wir Besuch? Hallo? Kein Besuch. Okay, kein Besuch. Wo
ist das dritte Auge. Es sind immer drei. Es sind immer drei. Kennen wir ja auch schon. Was ist das? Warum? Kennen wir ja auch schon von den... Na komm her. Jo, hier, komm. Und der andere auch nochmal. Au! Dachs, alter Schwede, zuppeln aber rein. So, komm hier, ja. Ich weiß, der riecht den Braten schon. Aber vielleicht lösen wir damit irgendwie was aus. Vielleicht. Mal gucken. Nö. Wir haben einfach nur für Ruhe gesorgt. Mehr haben wir hier nicht gemacht. So, warte mal. Wir rennen mal einfach nochmal nach oben. Hier drüben waren... Warum auch immer... Dankeschön. Und da drüben, au, was ist da drinne? Hier sind nur die Bäumchen drinne. Okay, gut. Aber so viel Schaden haben wir jetzt gar nicht abgekriegt. Nahes Geheimnis. Wo ist hier das nahe Geheimnis? Das, ich habe keinen blassen Schimmer. So, Freunde der Nacht. Da sind ein paar von denen. Hier könnten wir noch das Ding aufschießen. Es ist... Okay. Die Dinger... Ne, das verändert sich nur. Quasi. Und jetzt ist es auch schon gleich verschwunden. Ja, genau. So, da oben könnten wir uns ein bisschen explosive Munition bei ein paar Bombengranaten besorgen. Guten Tag. Ich nehme mal. Ich mach mal kurz voll. Da drüben geht's jetzt rein. So, noch ein bisschen. Dankeschön. Ich muss mal hochspringen. Sonst kriegen wir nicht alles. So, hier gibt's auch noch ein bisschen davon. Haben wir auch voll. Sonst haben wir mehr oder minder alles, wa? Was ist da drin? Oh, da sind auch noch Mineralen. So, da renne ich mal ganz kurz hin. Ganz kurz. So, ja. Das Geheimnis. Vielleicht ist es ja wirklich. Vielleicht sind es ja hier wirklich die Vorräte. Wer weiß. So, einmal hier rauf. Einmal. Was ist denn hier los? Warum? Guten Tag. Dankeschön. So, da drüben wollten wir hin. Ich glaube, da drüben wollten wir hin. Ich bin mir unsicher, aber es scheint mir jetzt der einzige Weg zu sein. Da gibt es noch ein bisschen davon, da gibt es noch ein bisschen hiervon. So, einmal hier rüber, einmal hier drauf. Was ist hier drin? Oh, Schockpflanzen. Sehr schön. So, anscheinend, wir können uns hier fröhlich voll machen. Ich mich verjagt gerade. Ich dachte, was zum Teufel? Was kommt hier angeflogen? Sind es riesige komische Tentakeln? Das habe ich ja halt auch gesehen. Guten Tag. Letztes Auge. Einmal zudrücken. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Haben wir hier noch irgendwo irgendwas? Können wir hier nochmal vielleicht was scannen? Oh, die Kleinen haben wir noch nicht gescannt. Warte mal. Der Große muss mal kurz aus dem Sucher raus. Die Kleinen haben wir noch nicht gescannt. Baby. Babyschock. Ach Gott, nein. Nee. Kannst du nicht von mir erwarten. Mach ich nicht. So. Hier sind wir komplett durch. Die Tür. Das ist doch... Ich fühle mich wie ein Sturmtruppler. Irgendwie schön die Tür in die Fresse kriegen. Ist ein Traum, wenn man gerade durchgehen möchte. So. Einmal Heavy Metal. Und dann einmal kurz hier raus. So, Fragi. Was will mir dieser Pfeil sagen? Irgendwas Monsterhaftes wartet gerade auf mich. Da oben irgendwo. Wer weiß.
Ach. Ihr kleinen Mistmaden, was ist hier los? Hier, komm, nimm mal kurz die Explosion. Scheiße gelaufen, wa? Freunde der Nacht hier. Die wollen es echt wissen? Hier, komm, habt eine Klebegranate. Sehr schön. Oh. So, zumindest können wir uns noch ein bisschen Kohlenstoff einverleiben. Hier schieße ich auch noch mal ganz kurz drauf. Einmal kurz nachladen. Wir sind halbwegs voll. Hier ist immer noch ein Geheimnis. Warum ist hier immer noch ein Geheimnis? Hier, dieser Wasserfall. Warum ist hier an diesem Wasserfall? Warum ist hier an diesem Wasserfall? Da oben. Hä? Ja, doch, da oben. Es ist doch wohl nicht die Möglichkeit. So, hier ist das Geheimnis. Sehr schön. Wenn wir jetzt... Nach oben kommen wir nicht mehr. Es geht eigentlich nur noch weiter nach unten. Es geht nur noch nach unten. Au. Guten Tag. So, irgendwie macht es ein bisschen Spaß. Riesige Käfer zu zermatschen ist irgendwie... Naja, das Internet hat mich halt verdorben, weißt du? Da hat man dann keine Empathie mehr. Alles, was kräuchet und fleuchet, das will man eigentlich nur noch metzeln und schnetzeln. So, hier ist nichts, da ist nichts. Hier haben wir jetzt frei. Da haben wir ihn jetzt freigeschaltet. Dann drücke ich doch mal und dann fahren wir... Ich glaube, dann fahren wir schon mal wieder gleich einen Stockwerk tiefer. Oh ja. Noch haben wir gute Laune. Noch haben wir gute Laune. So. Aber wir sind ja gut vorbereitet. Wir haben reichlich Health. Was zum Teufel? Wir haben reichlich Health. Wir haben... Mhm. Die hatten Probleme mit ihrer Regierung quasi. Die Pläne sind zusammengebrochen und die Menschen waren auch keine Hilfe. Wir kennen die Außerirdischen. Was? Okay, ich bin verwirrt. Warum kennen wir die? Warum? Wenn wir jetzt zur Javelin zurückreisen, ja? Wenn wir jetzt zur Javelin zurückreisen, kriegen wir dann ein schönes Video, ja, von unserem Tu-Dich-Gut-CEO, der uns sagt, Hupsi, jo, wir wussten alles, aber schön, dass du dein Leben riskiert hast, quasi für das, was wir eigentlich schon wussten. Und du hast, keine Ahnung, uns einen großen Dienst geleistet, irgendwie, um hier die heißen Kartoffeln aus dem Feuer zu holen. Eine tropfende Öffnung. Eklig und Bindestrich, slash oder cool. Es ist und, natürlich. Guten Tag. Ich glaube, die Feldpunzel wäre nicht so wahr. Kann das sein? Der hat sich anscheinend immer weiter unten, das Geheimnis, immer weiter unten irgendwie eingenistet. Haben wir, müssen wir, brauchen wir. Irgendwie nicht, wa? Da könnte man nach oben. Was? Entschuldigung, ist ja meine eigene Schuld. Kann ich sonst... Da haben wir schon. Sonst kann ich überhaupt... Manchmal flackert das immer so ein bisschen auf. Aber da denke ich dann immer... Oh, da kann man noch mal was... Das ist ein Traum mit mir. Das ist wirklich ein Traum. Da kann man noch mal irgendwie was scannen, aber eigentlich dann doch nicht. So, warte. Einmal hier, einmal da. Huch. So, einmal hier rüber. Das schaffen wir doch einfach so. Guten Tag, hallo, guten Tag. Ich bin gekommen. Um auf den Sack zu kriegen anscheinend. Na, hallo. Aua. So schnell kann man überhaupt nicht reagieren. Guten Tag, auf Wiedersehen. Na komm, hier. Wer ist denn der Erste?
So, aua, aua, aua. Und einmal durch. Sehr schön. So, der möchte doch jetzt gleich. So, komm ran. So, Nummer 1. Und gleich hoffentlich Nummer 2. Opa, das war ein bisschen zu spät. Oh nein, meine Gesundheit. Ah, nein. Ah, da habe ich nicht geraucht. Oh. So ein bisschen ätzend. Ein kleines bisschen ätzend hier. So. Was? How convenient. Bin ich jetzt auch so ein schöner... So ein super kleiner, süßer Samen. So, Inventar ist voll. Wir bräuchten so einen Sack. Aber ist auch okay. Ihr könnt mal ein bisschen Granate einsetzen. So, einmal hier, einmal hier hoch. Hallo, guten Tag. Na, kennst du mich noch, Freunde? Freund Blasius? Voll rein. Ich bin so klug. Na komm. Okay. Das war irgendwie gerade gar nichts. Hier, komm, hast du eine Granate. Tschüss! Los, Freunde. Na komm. Hier hast du noch eine Granate. Ja. Oh, tut mir aber leid. So. Einmal mit Hilfsmitteln. Da liegen wir dann da in fetaler Stellung. So, einmal unsere Leiche begraben. Das ist echt schon ein bisschen länger her, wa? So, das wir das letzte Mal machen mussten. Ist aber auch ein bisschen Käse hier, die Arena. Super klein, zwei von den Viechern. Man kann nicht richtig ausweichen, überall Giftgas. So, nicht so aufregend. So, genug lamentiert. Mach auf die Türe. So, sehr schön. Einmal voll Stoff. Guten Tag. Da war die Explosion dann doch ein bisschen kräftiger, als ich dachte. So. Dann einmal runter. Wir könnten uns ja nochmal kurz ein bisschen eindecken hier. Haben wir noch? Brauchen wir nicht. Hier drüben war, genau, hier war noch ein bisschen Munition. Haben wir hier noch was von Begehr? Da drüben ist noch ein bisschen, hoppala, ein bisschen Friendly Fire hier. Leute, kurz mal Abstand, der nächste Klecks kommt bestimmt. So, einmal hier rüber, da ist ein bisschen hell, das wollte ich mir noch greifen. Und hier oben gibt es noch irgendwie ein kleines Geheimnis. Mal gucken. So, die sind voll. Ja. Was zum... Warum? Als wäre eine unsichtbare Wand. So. Oder irgendwer hat mir schon wieder... Irgendwer hat mir schon wieder die Schnürsenkel hier zusammengebunden und ich komme nicht da oben hin. Was zum Teufel? Warte. Sehr merkwürdig. Super merkwürdig. Okay. Hä? Oh, Freunde. Wo kommt ihr denn her? So, kurz mal nachladen. Könnt ihr mal bitte weggehen? Dankeschön. So, einmal kurz hier runter. Hallo? Nahes Geheimnis. Interessant. Sieht interessant aus. Sieht sehr interessant aus. Hallo. So, einmal scannen. Außerirdisches Kino. Okay. 5 Tafeln. Davon fehlen uns auch noch super viele. Ich habe ja nie irgendwie großartig den Anspruch, irgendwie 100% zu machen. Aber, naja. Gerade so eine interessanten Sachen. Da sage ich nicht nein, wenn ich auch ein paar mehr finde. So. Das Geheimnis haben wir dann wohl. Die haben wir voll. Held sieht eigentlich aber auch völlig okay aus. Völlig okay. Sonst haben wir eigentlich nicht so viel. Sonst haben wir eigentlich nicht so viel verbrutzelt, war. Ich würde sagen. Ja, da jetzt nicht unbedingt runter. Das muss nicht sein. Hallo, ihr Kleinen.
Warte, einmal in den Arsch geschossen. Kann ich? Ich kann. So. Da drüben sind noch die kleinen Freunde. Wir brauchen immer noch... Wir brauchen immer noch den Schlammphobian. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir den herkriegen. So, Freunde der Nacht. Einmal hier, einmal da, einmal dort. Sehr schön. Das ist cool, wenn man in die Mitte fällt und noch zielen kann. Verdammt Axt. Muss der... Ja, dankeschön. So, jetzt noch hier unseren kleinen. Wenn ich mal treffen könnte, wäre das auch echt von Vorteil. Hier sind aber überall Friedhöfe. Da werden wir ein bisschen Problemchen kriegen, wenn wir uns nicht ein bisschen beeilen. Heiß also, da haben wir ein bisschen Hells. Hier drüben ist das Auge. Hallo. Kurz mal aufschießen. So, einmal kurz zudrücken. Und dann... Ja, fährt er fast schon wieder ein Stockwerk tiefer. Haben wir hier noch irgendwo... Haben wir hier noch irgendwo irgendwas vergessen? Held sieht gut aus, wir haben sonst nichts verbraucht. Ach komm, das halbe Held. Am Ende liegt es wieder an dem einen halben Held, ja. Nicht, dass ich schon wieder sterbe. So, einmal hier durch. Die Rückfahrt wird interessant. Ich hoffe, es gibt eine Rückfahrt. Hallo? Manchmal stockt er immer so, da denkt man. Gleich ist Feierabend. Oh, das ist das Erste. Oh. Ja. Wir waren wie ein Krebsgeschwür. Warum ist das wieder wie so ein Blick in den Spiegel? Unendliches Wachstum. Es ging nur darum, quasi. Hallo? Irgendwie zu wachsen, aber nicht darauf zu achten, quasi in Einklang. Wahrscheinlich mit der Natur oder auch überhaupt mit dem Leben irgendwie zu sein. Und dann ist das dabei rausgekommen. Ein zerstörter Planet und eine tote Spezies. So, da oben ist ein bisschen Auge. Ich wünsche... zum Teufel! Hallo? Also bitte. Was ist das denn? Was ist das? Hilfe! Was ist das? Ein Eiterwerfer, wie ein Pickel, der immer weiter aufplatzt. Und auch, wir kriegen langsam ein bisschen... Langsam wird es ein bisschen haarig, wa? Die Temperatur steigt. Ich glaube, Pupsbert, ja. Pupsbert hat langsam spitz gekriegt, dass wir hier... Hilfe! Dass wir am Start sind und ja, er weiß, dass wir für ihn zumindest nichts Gutes im Schilde führen. So, können wir hier noch irgendwo was abgreifen? Die sind auch noch zielsuchend, die kleinen Dinger. Das ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Nee, da kommen wir nicht rauf, aber hier kommen wir rauf. Alter! Ich wollte da drüben hin. Guten Tag. Ist voll. Wir müssen uns mal bewegen. So, Dankeschön. 7 Silizium nur. Der Rest ist runtergeputzelt. So, schneller mal bewegen. Ich glaube, unsere Anwesenheit ist hier sehr unerwünscht. Das ist hier wirklich schrecklich unerwünscht. Da drüben ist noch ein bisschen hell. Das werden wir uns noch schnell besorgen. Und derweil. Derweil gucke ich doch. Au. Derweil gucke ich doch nochmal. Wenn ich.
Das hat's natürlich jetzt total gebracht. Ich bin voll. Wo wir uns denn hier noch umgucken können? So, ein glückliches Geschick. Einmal raus aus der Oh, guten Tag. Hallo, Herr Lockenfrosch. Na? Hier, komm. Hast eine Granate. Ich bin noch gesprungen. Ich bin gesprungen. Es hat nichts gebracht. Hier hast noch eine Granate. Sein Arsch ist genauso aus Stahlarsch. Also wirklich, Stahlarschbacken. So. Aber so ein bisschen schönes, ultra aufgehitztes Plasma aus meiner trusty kleinen Pistole. Das ist alles überhaupt kein Problem. Alles überhaupt kein Problem. So, ich spring mal hier hoch. Haben wir hier? Hier haben wir noch ein Auge. Hallo? Na, siehst du mich? Wir sehen uns gleich. Oh ja. So. Von Angesicht zu Parasit. So, ein bisschen hell wäre nicht verkehrt. Sind jetzt die kleinen Speipickel, ja, sind die jetzt ausgedrückt? Anscheinend. So, kriege ich noch ein bisschen Hells ran. Da oben ist... Ich hab mich zu früh gewollt. Was zum Teufel? So, nee, wird nischt. So, warte. Die kleinen Schweipickel. Tschüss, macht es gut. Au, 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 mit einem Flug getroffen. Ich spring mal hier runter. So, dann ist ein bisschen mehr Fahrstuhl zwischen mir und den Apparaten. Da oben wäre noch Hells. Die Frage ist, ob hier unten noch Hells ist. Da ist Hells. So. Das kann ich gut gebrauchen. So, Pupsbert erstmal. Das ist doch... Ja, genau. Und den auch. So. Haben sich jetzt alle ausexplodiert, bitte? So interessant in die Richtung gelaufen von der Lava. Ich dachte, der explodiert mir gleich im Gesicht. Au, genau so. Genau so. So, hier nochmal kurz abgreifen. Da war die einzige. Da drüben gibt's noch ein bisschen Zeug und Kram. Bei Zeug und Kram sage ich aber auch nicht unbedingt nein. So, da oben gibt's noch Zeug und Kram. Da gibt's aber auch nur... Okay. So, Fragie. Irgendwo, ich glaube, geht nochmal ein Stockwerk höher. Geht's nochmal ein Stockwerk höher? Da, irgendwie da rein, hier hin. Aber, Da drüben sieht so türig aus. Wir gehen mal kurz nachgucken. Aber es ist nur eine um... Nee, war nur eine umgestürzte... Eine umgestürzte Samenzelle. So, da warte. Ich glaube, müssen wir... Habe ich oben irgendwas übersehen? Müssen wir doch nochmal hoch? Zwei hatten wir doch oben. Müsste doch hier... Unten? Aber es ist jetzt auch nur eine Vermutung. Müsste doch jetzt theoretisch hier unten nochmal irgendwie irgendwas sein, oder? Warte mal. Ich renne nochmal ganz kurz hier. Ich mache mal nochmal eine kurze Runde. Hier ist Tentakel, hier ist Tentakel. Hier kommt Tentakel raus, da geht Tentakel rein. Da drüben geht Tentakel raus. Da geht's nach unten. Habe ich hier irgendwie was übersehen? Oh, so richtig schön dick und aderig. Ah, herrlich. Da könnte ich mich immer den ganzen Tag dran rumkuscheln. So, hier unten ist nochmal ein kleines bisschen Hells nachgewachsen. Dankeschön. Wo
Freunde der Nacht, ja? Wir verstehen uns, ja? Wir verstehen uns. Lauf, 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 lauf. Schneller, schneller, schneller. So, da geht's hoch. Hier oben. Ich sehe keine Tentakel mehr hier oben. Und hier oben hatten wir. Hier oben waren wir schon fleißig. Wir waren schon fleißig. So, da drüben ist nichts. Hier ist nichts. Auf dem Stockwerk sind auch keine großartigen Tentakel mehr. Die schön Luft anhalten. Alles gut, alles schön. So, hier rüber. Der Tentakel geht nach da hinten, aber... Bin ich jetzt blind oder bin ich mal wieder ein bisschen verpeilt? Es kann alles sein. Was zum Henker? Das war unter mir. So, hier ist Tentakel, da geht er rein. Hier geht er rein, da geht er rein, da geht er rum, da geht er, dann geht er da rein und dann geht er da runter. Und dann ist er da hinten irgendwo. Aber hier ist kein Auge. Hier ist kein Nichts. Hier ist kein gar nichts. Also es ist eventuell da, vielleicht ist es ja da oben. Vielleicht ist es ja da oben. Hier unten ist zumindest nichts. Hier unten ist nichts, glaube ich. Ich könnte mich aber auch irren. So, warte. Na. Es ist doch... Warte, warte, warte. Wir wollen eigentlich nach da oben. Da kommen wir dann aber wieder in die... Da kommen wir wieder in die... Ja, genau. In die Pickelzone. Ja, genau. Kaum machst du einen kleinen Schritt nach da oben, schon ist wieder Feierabend, alter Schwede. So, wir könnten da... Dann könnten wir da auf das Ding... Kommen wir auf das Teil drauf. So, einmal hier und dann von hier nach da drüben. So. Guten Tag. Hallo. Das ist aber schön. So, ich gebe Gas. Ich habe Spaß. So. Kostet das Plasma auch 3,10 Mark? Ich will die ganzen Mobsvögel explodieren sehen. Hier oben. Hier ist nichts. Axt. Wir müssen ja auch mal ein bisschen Fersengeld hier. Wir müssen, oh Gott, wir müssen definitiv ein bisschen Fersengeld einlegen. Hier oben ist rein gar nichts. Da hinten hat es irgendwie geplonkelt. Da hinten hat es geplonkelt. Von wegen Geheimnis und so. Aber. Nicht hier runterfallen. Dankeschön. Hallo? Gibt's ein bisschen Hells? Verdammte Axt. Müssen wir uns nochmal einen anderen suchen. Die sind noch nicht nachgewachsen. Ist aber auch ein komischer Tod irgendwie von Pickeln irgendwie. Ja. Man wird von Pickeln aus dem Leben rausgedrückt. Sonst ist es eigentlich immer andersrum. Hier, hier, hier. Nahes Geheimnis. Nahes Geheimnis. Aber wo? Wo zum Henker? Wo zum Henker ist hier das nahe Geheimnis? Ich kann das dicke, speckige Auge kann ich nicht sehen. Das ist gerade das Problem. So, warte, warte, warte. Hier. Hier soll's sein. Wir sind hier im luftleeren Raum. Es muss unter mir sein. Es muss unter mir sein. Au! Alter Schwede! Heilige! Bin ich hier unten sicher? Ist jetzt hier mal Feierabend. Meine Fresse. Alter Schwede. Die Suche geht weiter. Und wahrscheinlich. Ja, es ist definitiv nicht die letzte Folge. Da muss ich wohl noch eine dranhängen. Ich muss wohl noch eine dranhängen. Und die große Frage ist,
Ist das denn hier das Ende? Sind wir im Turm? Ist es das Ende? Werden wir noch leitender Hauptforscher? Kriegen wir noch das letzte Zermetzelungs- und Zerschnetzelungs-Update für unsere Knarre? All das und noch viel mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.